Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres heutigen vierten digitalen Anlageforums. Die Compliance-Richtlinien und das Wertpapierhandelsgesetz geben uns vor, Sie eindeutig und unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass es sich beim heutigen digitalen Anlageforum um eine Veranstaltung mit werblichem Hintergrund handelt. Ebenso ist uns vorgegeben, Sie über Chancen und Risiken gleichermaßen bzw. gleichgewichtet zu informieren. Die Inhalte dieser Präsentation stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Für Ihre persönliche und individuelle Geldanlage stehen Ihnen unsere Beraterinnen und Berater sowie unsere Spezialisten zur Verfügung. Wir weisen Sie darauf hin, dass die nachfolgende Veranstaltung aufgezeichnet wird. Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten digitalen Anlageforum, das wir Ihnen heute in Form einer Talkrunde anbieten. Mein Name ist Günther Staudt. Ich verantworte in der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte das Marketing und die Vertriebskommunikation. Heute begrüße ich unseren stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und weitere drei Anlageexperten, die wir dann später in unserer Talkrunde sehen werden. Bevor wir in die Talkrunde einsteigen und mit den Anlageexperten danach sprechen, starten wir mit einem ersten Gespräch mit Andreas Streeb. Andreas Streeb ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei uns in der Bank. Er gibt uns heute sozusagen als Impuls, als Einstieg einen Überblick über die aktuellen globalen Finanzmärkte und wir schauen uns auch die Weltwirtschaftslage kurz an. Seine Devise ist: Unsere Kundinnen und Kunden sollen nur Finanzprodukte und Anlagen abschließen bzw. kaufen, die sie auch wirklich verstehen. Andreas, wir duzen uns. Ja. Herzlich willkommen. Andreas, beschäftigen wir uns gleich zum Einstieg mit dem Thema Inflationsrate. Das ist ja das beherrschende Thema gerade in den Medien, egal ob man jetzt die Nachrichten einschaltet, die Zeitung aufschlägt. Inflation und die steigenden Energiepreise sind quasi allgegenwärtig. Wenn man sich jetzt mal die Energiepreise und so weiter anschaut und in dem Zusammenhang auch die Inflationsrate, ist es dann tatsächlich so, dass sich die Inflationsrate auch nur oder aus den Energiepreisen berechnet? Also die Inflationsrate ist ja insbesondere im letzten Jahr deutlich angestiegen. Also wir haben seit September 2021 einen Anstieg der Inflation von mehr oder weniger 0% Inflation, jetzt in der Spitze 10%. Bei der Inflationsrate sprechen wir ja immer vom Warenkorb, also von der Verbraucherpreisinflation. Das heißt, hier wird ein Warenkorb beleuchtet, der das tägliche Leben abbildet, von Verkehr, Energie, aber auch sonstige Themen, die man als normaler Bürger braucht, wird verglichen, wie haben sich die Preise im Vergleich zum Vorjahr entwickelt. Und hier haben wir jetzt im letzten Jahr wirklich einen starken Anstieg der, wie du angesprochen hast, der Energiepreise gesehen, die natürlich schon maßgeblichen Einfluss auf diese Inflationsrate haben. Aber das ist nicht der alleinige Grund. Wir haben natürlich gerade, was wir jetzt seit der Corona-Pandemie erlebt haben, mit Lieferkettenengpässen, mit Lieferschwierigkeiten, diverse Einflussfaktoren für diese Inflationsrate. Das heißt, Wir haben eher das Problem, dass teilweise Waren nicht vorrätig sind und dadurch die Preise steigen, weil schlussendlich ist natürlich die Inflationsrate auch ein Abbild der Nachfrage- und Angebotssituation in Deutschland oder auch weltweit. Und wir sehen ja nicht nur in Deutschland hohe Inflationsraten, sondern weltweit sind die Inflationsraten deutlich angestiegen. Aber was bedeutet jetzt das für uns, wenn die Inflationsraten in Deutschland oder weltweit so schnell, so stark ansteigen? Also natürlich bedeutet es, dass erstmal unser Geld weniger wert wird. Wenn wir 100 Euro in der Tasche haben, können wir bei einer Inflation von 10% im nächsten Jahr nur noch 90 Euro ausgeben, weil einfach der Warenkorb deutlich teurer geworden ist. Das heißt, für uns ist das natürlich keine gute Entwicklung. Und deswegen sind natürlich auch insbesondere unsere EZB auch aufgeschreckt, weil solche Inflationsraten haben wir in der Eurozeit eigentlich noch nicht gesehen. Also das Thema war immer eher, wir haben zu niedrige Inflationsraten und jetzt ist doch durch diese diversen Faktoren die Inflation so stark angestiegen und das ist natürlich nicht gut. Ja, du hast das gerade angesprochen, die EZB oder die Europäische Zentralbank, so heißt es ja quasi in der Langversion, die hat ja als Steuerungsmittel eben, um die Inflation zu steuern, die Möglichkeit, den Leitzins anzupassen. Ja. Jetzt haben wir mal einen Chart mitgebracht. Wenn wir auf den Leitzins draufschauen,
dann sehen wir, dass der in 2015 bis auf null runtergegangen ist. Und jetzt, 7 Jahre später, steigt er sehr schnell, in sehr kurzer Zeit wieder an und macht enorme Sprünge. Was hat die EZB hier vor? Wie schauen die Auswirkungen jetzt aus? Ja. Also die EZB, der Auftrag der EZB ist ja die Geldwertstabilität. Sprich, zu schauen, dass eben die Inflation auf einem gewissen Maß bleibt. Die EZB hat sich da in den letzten Jahren auf 2% committed, rund 2% sagt man inzwischen. Früher mal war es mal eher 0, dann nahe 2 und jetzt um 2%. Aber jetzt liegen wir natürlich deutlich drüber, über diesen 2%. Um das Fünffache. Und wie gesagt, die EZB hat letztes Jahr natürlich das auch erkannt, dass die Inflation stark ansteigt, hat aber dann im ersten Schritt nicht reagiert, weil man davon ausgegangen ist, dass die Inflation nur kurzfristig so hoch ist. Wie sich das dann im ersten Halbjahr 2022 eben nicht wieder nach unten bewegt hat, sondern noch deutlicher angestiegen ist, ist man natürlich als EZB gezwungen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Und auf dem Chart sieht man ja auch die amerikanische Notenbank, also die Fed, in der roten Kurve. Man sieht, dass die schon deutlicher reagiert haben und auch schneller reagiert haben. Und die EZB hat jetzt im Sommer ihren Leitzins zweimal angehoben. Und voraussichtlich, aufgrund der weiterhin hohen Inflationsraten, wird die EZB den Leitzins weiter anheben, um die Nachfrage zu drosseln, um die Inflation in Anführungszeichen zu bekämpfen, also wieder auf ein erträgliches Maß von um die 2% zu bekommen. Ob das gelingt, das wird sich zeigen, weil, wie gesagt, die Inflation halt nicht nur an einem Faktor hängt. Ja, die Nachfrage ist jetzt zurückgegangen. Aber das bedeutet natürlich auch für die EZB die Gefahr, und auch in Amerika ist die gleiche Diskussion, wie verkraftet es die Wirtschaft? Genau. Wenn sowieso schon Schwierigkeiten da sind, noch Auswirkungen Corona, diese ganzen Lieferthemen und jetzt noch höheres Zinsniveau, ist für die Wirtschaft, sei mal, nicht unbedingt förderlich. Und deswegen spricht man auch jetzt von Rezessionsängsten, beziehungsweise wir sind schon in einer gewissen Rezession. Das heißt, das Wirtschaftswachstum in den letzten 2 Quartalen ist im Minus und dann ist es faktisch eine Rezession. Und jetzt hat natürlich die EZB die Problematik, wie weit kann sie den Zins noch anheben? Mhm. Was ist der sogenannte neutrale Zins, wo man sagt, die Wirtschaft verkraftet es und die Inflation wird gleichzeitig bekämpft bzw. nach unten gebracht. Sodass sie das Ganze quasi auspendelt. Genau. Und dieses Pendeln macht man gerade und deswegen ist es auch so schwierig, auch für die EZB, hier jetzt das richtige Maß zu finden. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Jetzt, wenn man mal die Zinslandschaft anschaut, wir haben ja gerade gesprochen, der EZB-Leitzins ist jetzt sehr schnell, sehr stark angestiegen. Jetzt, wenn man mal die Zinslandschaft anschaut im Vergleich mit anderen Anlageformen, dann schauen wir mal zum Beispiel eben auf dem Aktienmarkt. Da sehen wir ja, dass im Prinzip bei Minuszinsen auch der Aktienmarkt sich positiv entwickelt hat. Wie hängt das zusammen? Was muss man jetzt hier quasi beachten, auch in die Zukunft einmal zu schauen? Wie könnte sich das weiterentwickeln? Also wir haben ja, wie du gesagt hast, seit 2015 mehr oder weniger Nullzins. Für Anlagen gab es keinen Anlagezins mehr. Und natürlich ist es dann so, dass das Geld sich Rendite sucht und dann natürlich auch in andere Anlageklassen investiert wird. Der Aktienmarkt ist ein gängiges Vehikel, sei mal hier, und auch wichtig. Also das ist auch bei uns in der Anlageberatung ja auch immer ein wesentlicher Punkt, mit dem Kunden darüber zu sprechen, welchen Anteil er auch im Aktienmarkt investieren will und soll. Und natürlich sind deswegen dann auch gerade Aktienmärkte in den letzten Jahren auch deutlich angestiegen, weil das Geld, wie gesagt, sich Anlageentscheidungen gesucht hat. Ja. Und wir haben natürlich im Aktienmarkt eine entsprechende Volatilität. Wir haben, wenn man jetzt hier die Entwicklung des DAX der letzten 10 Jahre anschaut, immer wieder auch Krisen gehabt mit Finanzkrise, sagen wir, oder Staatsschuldenkrise im Jahr 2012, wo wir einen deutlichen Rücksetzer gehabt haben. Corona hat einen deutlichen Einschnitt gegeben. Wir haben sie dann relativ schnell wieder erholt. In 2022 haben wir jetzt insgesamt einen rückläufigen Aktienmarkt. Das liegt aber jetzt auch wieder daran, dass das Geld sich jetzt wieder eher Richtung Zins orientiert, weil hier entsprechende Renditen draufstand und es natürlich auch so ist, dass diese wirtschaftliche Unsicherheit, die wir gerade besprochen haben mit Lieferketten und so weiter, das ein oder andere Unternehmen, auch das Thema Energie natürlich tangiert und dann natürlich eine Aktienlage irgendwo auch schwieriger wird. Aber auch hier gilt wieder, wie in unserer Anlageberatung ja auch immer, sagen wir mal, empfohlen, auf breite Streuung zu gehen und nicht auf Einzelaktien, sondern eher im Fonds. Dann ist das zwar, geht der Gesamtmarkt runter, aber man hängt nicht an einer einzelnen Firma.
Verstehe. Also das Risiko ist quasi nicht so sehr konzentriert auf eine Wahl, sondern man streut quasi das Risiko auf mehrere Aktien, in dem Fall eben wie in einem Aktienkorb, was ja letztendlich im Fonds beinhaltet passiert ist. Ja, jetzt wenn wir nochmal kurz auf die Zinsen schauen, dann haben wir ja gesehen, dass der Zinsmarkt quasi sehr weit nach unten gegangen ist. In dem Fall waren wir ja tatsächlich bei Null. Ja. Und diese Zinsen umgekehrt mal gesehen, jetzt gehen wir mal kurz aus der Anlage weg, haben viele Menschen natürlich genutzt, um sich zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen, entweder für sich selbst zu kaufen, zur Vermietung zu kaufen oder natürlich auch Immobilien zu bauen. Ja. Jetzt wenn wir mal zurückschauen, wir haben noch vor wenigen Monaten haben wir Immobiliendarlehen zum Beispiel an Kunden vergeben, ich sage jetzt mal in der Größenordnung 0,6% mit einer Zinsfestschreibung von bis zu 10 Jahren. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Mittlerweile gibt es ja im Anlagebereich schon wieder mehr Zinsen, als man hier im Darlehensbereich bezahlt hat. Ja. Ja, wie ist das jetzt zu verstehen zum Beispiel mit der Entwicklung der Immobilienpreise? Ja. Also da war ja die Nachfrage im Markt sehr hoch, die Immobilienpreise sind entsprechend gestiegen. Genau. Und auch hier haben wir mal kurz einen Chart mitgebracht, den muss man kurz erklären. Und zwar muss man schauen, die Hauspreise, die Immobilienpreise, die sind in ganz Deutschland natürlich unterschiedlich hoch. Das heißt, man versucht quasi hier mit einer sogenannten Indexierung diese unterschiedlichen Preise auf ganz Deutschland auf ein Niveau zu ziehen. Und das hat man mit einem Preisindex von 100 im Jahr 2015 quasi, wenn man mal so will, nivelliert. 2015 liegt eben der Index bei 100. Jetzt aktuell sind wir bei fast 190. Ja. Also nahezu eine Verdopplung innerhalb von gefühlt 7 Jahren. Ja. Wie ist das zu verstehen? Wo geht da die Reise hin? Ja, also dieser ganze Immobilienmarkt war natürlich auch geprägt von dem niedrigen Zinsniveau. Auch hier, sagen wir mal, das Geld suchte eine Anlage, Form und Betongold in Anführungszeichen war hier für viele auch eine erste Wahl oder ist natürlich auch ein sinnvolles Investment. Und diese niedrigen Zinsen, wie du angesprochen hast, haben wir wirklich jetzt in den letzten 3, 4, 5 Jahren ein extrem niedriges Zinsniveau gehabt, um gerade Investitionen zu tätigen. Und es hat natürlich auch diesen Immobilienmarkt entsprechend beflügelt. Es wurden Häuser gebaut, Wohnungen gebaut und gekauft. Und deswegen sind die Preise, wenn man ihn wirklich anschaut, die letzten 7, 8 Jahre extrem angestiegen. Das ist nämlich genau die Zeit gewesen, wo wir einen Nullzins hatten von der EZB. Und wenn man es genau nimmt, und das ist das, was auch für die EZB vielleicht auch die Schwierigkeit ist, man betrachtet die Inflation auf Basis der Vermögenspreise. Wenn man aber die Inflation jetzt mal bei den Häuserpreisen mit berücksichtigt, dann wäre es unter Umständen schon notwendig gewesen, viel früher Zinsen anzuheben, um dieses Thema Immobilien Preise auch zu dämpfen. So wie es zum Beispiel ja die FED gemacht hat in Amerika. Genau, in Amerika, aus dem Chart hat man es ja gesehen, die haben zwischenzeitlich schon mal die Zinsen angehoben, mussten dann aber im Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie relativ schnell wieder nach unten. Das ist in Europa nicht passiert. Ja. Also wir haben in dieser Zeit die ganze Zeit sehr niedrige Zinsen gehabt und das hat insgesamt, insbesondere in Deutschland, die Immobilienpreise nach oben getrieben. So, jetzt dreht sich das Bild natürlich, du hast ja gefragt, was hat das für Auswirkungen oder wo könnte da die Reise hingehen. Jetzt ist natürlich so, Darlehen, da sind wir jetzt wieder zwischen 3 und 4% auf 10 Jahre. Ja. Im Moment Tendenz sogar steigend, also eher Richtung 4. Das heißt, es wird wieder teurer, einen Immobilienkredit aufzunehmen. Mhm. Und das hat natürlich dann, am Häusermarkt ist das wie an jedem Markt, Angebot und Nachfrage. Der Preis wird im Moment tendenziell nicht weiter steigen, weil einfach auch die Nachfrage irgendwo tangiert ist. Das heißt, der Kunde bzw. der potenzielle Immobilienkäufer hat jetzt zwei Situationen. Er hat natürlich einen relativ hohen Immobilienpreis und er hat steigende Zinsen mit dazu. Genau. Ja. Und beides miteinander, möglicherweise, kann sich nicht jeder leisten. Genau. Und natürlich, jetzt haben wir noch ein anderes Problem dazu, das aber auf der anderen Seite auf die Angebotsseite wirkt. Bauträger oder auch Baufirmen haben jetzt natürlich vielleicht das Problem, das Material nicht zu bekommen. Also, das ist für alle Seiten gerade ein schwieriges Umfeld. Und ja, wir können jetzt nur warten, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt auf die Baukonjunktur. Man merkt jetzt schon, dass es langsamer wird. Wir merken das auch bei unserer Kreditnachfrage. Also wir gehen davon aus, dass das Thema Immobilienpreise so einen gewissen Top erreicht hat. Wir können auch, sagen wir jetzt in unserer Region davon ausgehen, dass wir nach wie vor Zuzugsregion sind. Also die Preise werden schon stabil bleiben, aber weiteren Anstieg kann ich mir persönlich im Moment schlecht vorstellen oder nicht vorstellen. Naja, klar. Also du hast das gerade ausgeführt. Wenn die Nachfrage natürlich zurückgeht, wenn die Preise, die Rohstoffpreise jetzt gerade natürlich noch steigen, also da muss man erst einmal schauen, wie man in Summe damit umgehen kann. Genau, es ist eine schwierige Gemengenlage. Genau, jetzt haben wir mal die einzelnen Märkte betrachtet. Wir waren kurz in der Zinslandschaft, wir waren kurz beim Aktienmarkt, wir haben kurz die Immobilien gestreift.
Schauen wir doch einmal, verlassen wir mal diese typischen Anlageformen, die wir jetzt bisher so kennen. Schauen wir mal über den Tellerrand raus. Welche Anlagemöglichkeiten könnten sich denn, ja, ich sage jetzt mal, wenn man mal so will, wiederbeleben? Also welche Anlageform erfährt quasi eine gewisse Renaissance? Ja. Oder gibt es auch vielleicht Möglichkeiten, neue Anlageformen mittlerweile auf dem Markt zu finden? Ja. Also wir haben ja in unserer Anlageberatung immer die Empfehlung für den Kunden, dass er sich breit aufstellt. Und da können auch alternative Investments mit dazu. Und ein bekanntes alternatives Investment ist das Thema Rohstoffe. Und gerade jetzt in diesem Umfeld, das wir besprochen haben, also diese Komplexität, diese Unsicherheit auf vielen Märkten, ist natürlich immer auch eine Phase für Rohstoffe. Insbesondere Silber und Gold kennt man aus der Historie, aber natürlich auch so mal eher Metalle, die auch in der Industrie gebraucht werden, Palladium und Platin, sagen wir mal, sind interessante langfristige Investments als Beimischung. Und sagen wir, man sollte sich schon mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man sagt, okay, ich hab Aktien, ich habe Geldanlagen und Immobilien, und dann kann man auch, sagen wir mal, als weitere Beimischung über Rohstoffinvestments nachdenken, weil, wie gesagt, langfristig gesehen, und da reden wir jetzt mal wirklich ganz, ganz langfristig, war Gold immer auch ein gewisser Inflationsschutz. Richtig. Und davon, sagen wir mal, kann man auch in der Zukunft ausgehen, weil Gold einfach seinen Wert hat. Und wie gesagt, generell die Rohstoffe oder die Edelmetalle. Mhm. Ich habe gerade mal kurz das Wort Renaissance quasi in den Mund genommen. Genau. Das ist ja auch das, dass man im Prinzip sagt, es wird ja etwas wieder neu auf dem Markt entdeckt, was man zu früheren Zeiten schon mal hatte. Genau. Ja. Wie gesagt, Gold ist hier das Bekannte, aber inzwischen, und das merken wir auch in der Nachfrage von unseren Kunden, kommen natürlich weitere Anlageklassen hinzu. Hier sprechen wir vom Thema Kryptowerte oder insbesondere von Bitcoin, wo Kunden bei uns auch nachfragen, ob wir da auch ein Angebot haben, beziehungsweise sich dafür interessieren, weil sie halt auch aus den Medien hören, ja, hier gibt es Möglichkeiten. Und ich denke, das ist auch in der Zukunft was, wo man sich damit auseinandersetzen soll, sich auf jeden Fall damit beschäftigen soll und dann selber entscheiden muss, ist das was für mich? Das passt. Soll ich das als Teil beimischen oder ist es nichts für mich? Nur, ich sage, wir merken das von unseren Kunden, dass wir Nachfrage haben. Und ich sage, das Thema ist auf jeden Fall interessant, sich damit auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen. Vor allem, wie du ja gesagt hast, mir ist wichtig, dass man nur das kauft, wo man auch versteht, dass man ein Grundverständnis hat und dass man hier in der Bank auch entsprechend Ansprechpartner hat, die einem dann das Richtige erklären, beziehungsweise das so erklären, dass man weiß, was man tun soll und muss. Genau, jetzt wollen wir allerdings das Thema unserer Anlageexperten ja nicht vorwegnehmen. Genau. Von dem her, erst einmal Andreas, vielen Dank dir für einen Überblick, für einen Ausblick. Gerne. Das war jetzt sehr, sehr wichtig für uns, einmal quasi jetzt für die künftige Diskussionsrunde eben eine Ausgangssituation zu haben. Ja. Jetzt haben wir einen guten Einstieg gefunden in unsere Talkrunde, und in die werde ich jetzt auch überleiten. Kommen wir jetzt zu unseren Talkrunden-Gästen, und die würde ich jetzt gerne im Anschluss kurz vorstellen. Thomas Raab verantwortet als Leiter unserer Digitalfiliale Plus die digitale Betreuung unserer Kundinnen und Kunden und sagt, wir müssen uns neuesten Finanzprodukten und Dienstleistungen öffnen und unseren Kundinnen und Kunden für deren Beratung jeden Kanal ermöglichen. Michael Stauter, er ist Digitalkundenberater in unserer Digitalfiliale Plus und sagt, eine ganzheitliche Beratung ist auch digital vollumfänglich und qualitativ hochwertig möglich. Beatrix Erl, sie ist Kundenberaterin in unserer Niederlassung Pfaffenhofen und sagt, eine gute Anlagestrategie beleuchtet alle Anlageklassen und hat das Ziel, die persönlichen Ziele und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt unserer ganzheitlichen Beratung zu stellen. Das sind meine Gäste. Wir alle arbeiten für die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, ihre Kundinnen und Kunden durch den Finanzdschungel zu begleiten und mit ihrer mehrfach ausgezeichneten Beratungsqualität für mehr finanzielle Intelligenz zu sorgen. Wir haben im Vortrag von Andreas Streeb gehört, dass viel, viel Unsicherheit im Anlagedschungel herrscht. Da geht die erste Frage an die Kollegin Beatrix. Beatrix, wie gehst du mit unseren Kundinnen und Kunden mit diesen Unsicherheiten um in der Beratung? Und wir haben ja auch 300 weitere Beraterinnen und Berater. Wie machen die das? Ja, wir legen natürlich stets Wert auf eine sehr gute und hohe Qualität und auf maßgeschneiderte Anlagelösungen für unsere Kunden. Hier beraten wir als regionale Bank entweder persönlich vor Ort bei uns in den Geschäftsstellen, aber eben auch persönlich digital von unseren Kollegen in der Digitalfiliale.
Ganz wichtig ist ja auch, dass wir regelmäßige Check-up-Gespräche mit unseren Kunden führen, weil wir sie natürlich auch langfristig begleiten möchten. Ja, und je nachdem auch, wie sich mal die Marktgegebenheiten oder auch die persönlichen Bedürfnisse vom Kunden verändern, machen wir auch Anpassungen an den Anlagen. Und das sprechen wir natürlich aber auch mit den Kunden ab. Also einfach so machen wir das nicht. Das heißt, diese Check-up-Gespräche, von denen du gerade gesprochen hast, wird quasi nochmal die Ziele und Wünsche unserer Kunden rekapituliert, gecheckt, ob die noch bleiben, ob die unverändert sind. Und eventuell ergibt sich daraus ein Anpassungsbedarf. Genau, so ist es. Du hast gerade auch gesprochen von natürlich Beratung in unseren Filialen, also von der Beratung vor Ort und auch von der digitalen Möglichkeit. Jetzt ist unsere Bank mit 44 Standorten in der Region vertreten und trotzdem merken wir, dass nicht alle Kundinnen und Kunden mehr zu uns in die Filiale kommen. Thomas, die Frage geht an dich. Wie gehen wir damit um, dass unsere Kundinnen und Kunden auch ohne ihren Filialbesuch gut und individuell beraten werden? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wir machen die Digitalfiliale jetzt seit 2 Jahren und dieser Service wird von den Kunden immer mehr in Anspruch genommen, die halt einfach aufgrund ihrer beruflichen oder privaten Situation sich schwer tun, zu einer Beratung in die Bank zu kommen. Die haben jetzt einfach die Möglichkeit, über ihr Endgerät, Tablet, PC, was auch immer, ihre Beratungsleistung per Videoberatung abzurufen. Und der Kunde entscheidet, über welchen Zugangsweg er zu uns kommt, ob er das bei uns in der Digitalfiliale macht oder eben bei der Beatrix in der Filiale. Wichtig ist, dass wir auch über diesen digitalen Weg es schaffen, die gleiche Beratungsqualität darzustellen wie auch in der Filiale. Und was wir jetzt ganz neu haben in der Digitalfiliale, ist die sogenannte E-Signatur. Das ist quasi eine elektronische Unterschrift, mit der der Kunde nach seiner Beratung, wenn er dann irgendeine Finanzlösung auch gleich abschließen möchte, das dann über die E-Signatur tun kann. Dazu bekommt er dann eine E-Mail geschickt, wo er den Vertrag auch nochmal sieht und lesen kann. Und unterschreiben tut er den Vertrag dann über eine SMS, die er von uns auf sein Handy bekommt. Und er unterschreibt dann den Vertrag ganz bequem mit seinem Finger. Und dann schickt er das Ganze wieder zurück. Und wenn das dann live in einer Beratung stattfindet, dann sieht der Kunde auch am Bildschirm, wie der unterschriebene Vertrag wieder da ist. Und man kann das Ganze dann nochmal gemeinsam anschauen. Also funktioniert quasi die Vertragsunterschrift tatsächlich in diesem Gespräch. Der Kunde muss nicht nochmal in die Filiale, muss irgendwo auf einem Blatt Papier unterschreiben, sondern er macht es tatsächlich digital. Genau so ist es. Und der große Vorteil ist, es muss gar nicht in dem Beratungsgespräch dann stattfinden. Wir können dem Kunden auch den Vertrag zuschicken und er kann um der Nacht drüber schlafen und unterschreibt es dann eben am nächsten Tag mit seinem Finger auf dem Handy und schickt es dann zurück. Das geht genauso. Geht genauso. Ja, jetzt haben wir ja gerade gehört, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt in der Anlage. Wir sprechen aber hier von einer maßgeschneiderten Anlage. Beatrix, den Begriff hast du gerade nochmal genannt. Auf welche Finanzprodukte baust du, um eben eine maßgeschneiderte Anlage für den Kunden zu stricken? Ja, also wir hatten es ja schon mal drüber, dass dieser Finanzdschungel, wie du vorhin schon gesagt hast, recht dicht und unübersichtlich ist. Und daher führen wir erstmal mit unseren Kunden ein ausführliches Analysegespräch, um eben auch zu erfahren, okay, was sind jetzt überhaupt die Ziele und Wünsche unseres Kunden? Und anhand dessen bauen wir dann natürlich auch unsere Beratung weiter auf. Also ich nehme dann die mir zur Verfügung stehenden Anlagemöglichkeiten, schaue, wie ist die persönliche Risikoneigung des Kunden, was hat der oder die Kundin für einen Anlagehorizont, also was, sprich, welche Laufzeit sollte, sage ich mal, das Geld angelegt werden. Und dann nehmen wir natürlich auch nochmal eine entsprechende Gewichtung vor der einzelnen Anlagen bzw. der Anlageklassen. Das heißt, wir schauen eben, okay, wie viel soll von welchem Anteil jeweils beim Geld verteilt sein in die Anlageklassen. Was genau meinst du zum Beispiel, wenn du von Anlageklassen sprichst, Beatrix? Also wir können erstmal starten mit der Basis. Das sind wir in der Bereich der Liquidität. Da gibt es jetzt erst einmal ganz klassisch das Girokonto in dem Bereich. Das wahrscheinlich grundsätzlich erstmal jeder hat. So ist es, sollte zumindest so sein in den meisten Fällen. Und hier ist eben auch das Schöne, dass wir natürlich sehen, wie viel Geld bleibt überhaupt unseren Kunden und Kundinnen am Ende des Monats übrig. Genau.
Des Weiteren kann man in dem Bereich, also Anlageklasse Liquidität, gibt es noch das Geldmarkt- oder Tagesgeldkonto. Hier werden eben die Reserven für den Kunden aufgebaut. Das heißt, wenn mal ja, kurzfristige oder auch unvorhersehbare Anschaffungen anfallen, heißt Waschmaschine kaputt, Auto muss zur Reparatur. Diese Themen können eben dann über das Tagesgeldkonto schön schnell und einfach bezahlt werden, weil auch da sind die Gelder täglich verfügbar. Das muss man sich quasi wie eine kleine Notfallreserve vorstellen, auf die der Kunde unkompliziert zurückgreifen kann und dann eben, wie du gerade gesagt hast, die Waschmaschine ersetzt, das Auto repariert. Das sind die Möglichkeiten. Genau so ist es. Also wir stellen natürlich auch in den Gesprächen fest, okay, wie hoch soll jetzt diese Reserve sein, diese Notfallreserve, weil da tickt jeder Kunde anders. Also das heißt, die individuelle Entscheidung oder auch das Bauchgefühl vom Kunden, mit welcher Art Reserve, mit welchem Polster er sich wohlfühlt, auf das gehen wir dann natürlich drauf ein. Ganz genau, dieses Wohlfühlpolster. Und wenn es dann aber mal ein bisschen länger sein dürfte, gibt es da Möglichkeiten vom Anlagehorizont her? Da sind wir dann im Bereich der Zinsprodukte. Das heißt, das ist die Anlageklasse Geldwerte. Dort gibt es jetzt bei uns im Haus die Termingelder oder Festgelder genannt. Da sind wir aktuell bei Laufzeiten zwischen 24 Monaten und 10 Jahren. Je nachdem, wie lang die Laufzeit ist, so variabel ist im Endeffekt auch der Zins. Also je nach Laufzeit unterschiedlich ist der Zins. Des Weiteren gibt es da dann auch nochmal Anleihen. Diese sind entweder festverzinslich oder variabel verzinslich. Natürlich auch eher langfristig ausgerichtet in dem Fall. Und das gibt es von verschiedenen Emittenten, also Herausgebern, das können Staaten sein oder auch Unternehmen. Ja, und die kann man anlegen entweder als Einzelpapiere oder eben breit gestreut in Fonds. Okay. Ja, Beatrix, vielen Dank für den Einblick in die Möglichkeiten in einen Anlagemix, den wir in der Bank erstmal zur Verfügung haben. Aber damit ist ja noch nicht genug. Darüber hinaus gibt es auch noch einen ganzen Baukasten, sagen wir mal so, an Möglichkeiten, die uns in der genossenschaftlichen Finanzgruppe, in unserer quasi genossenschaftlichen Familie nochmal von unseren Verbundpartnern geboten werden. Und jetzt schaue ich zu dir, Michael, da gibt es auch verschiedene Produkte, da kennst du dich gut aus. Richtig, Günther. Starten wir doch gleich mal mit dem Bausparvertrag, den wir über unseren Partner, die Bausparkasse Schwäbisch Hall, anbieten. Da steckt natürlich immer der Immobilienwunsch vom Kunden im Hintergrund. Entweder der Wunsch nach einer neuen Immobilie irgendwann mal in der Zukunft oder natürlich aber auch die eigene Immobilie, die schon vorhanden ist und da die Vorsorge für vielleicht spätere Renovierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen. Und da passt Bausparvertrag sehr, sehr gut dann, weil auf der einen Seite baut der Kunde schon mal ganz gezielt Eigenkapital für dieses Vorhaben auf, das er in der Zukunft irgendwann mal realisieren will. Und andererseits erwirbt er sich gleich einen entsprechenden Darlehensanspruch auf diesem Bausparkonto. Und das Zuckerl da ist dabei, dass dieser Darlehensanspruch mit einem bereits feststehenden Zinssatz abgesichert ist. Das heißt, der Kunde weiß beim Vertragsabschluss, welchen Zinssatz er für ein späteres Darlehen, für den Fall, dass er es in Anspruch nimmt, welchen Zinssatz er zu bezahlen hätte. Ganz genau so ist. Und das ist natürlich gerade jetzt in der Situation, die wir aktuell haben, ganz attraktiv und wichtig, weil wenn wir vorher vom Herrn Streben seine Ausführungen erklärt haben, haben sich die Zinssätze in den letzten 12 Monaten doch enorm erhöht. Und insofern muss man, wenn man nicht vorgesorgt hat, dann natürlich auch entsprechend höhere Zinsen akzeptieren. Oder eben, man hat vorgesorgt und kann dann immer noch das attraktive, günstige Zinsniveau, das übrigens die Bausparkasse in ihren Bauspartarifen immer noch anbietet, nutzen, sich sichern und für die Zukunft dann gesichert haben und dann auch abrufen. Das heißt, momentan wäre es eigentlich geschickt, günstig, einen Bausparvertrag abzuschließen, weil die Konditionen für die spätere Darlehen jetzt noch relativ niedrig sind. Wie wir aber gerade gehört haben, steigt das Zinsniveau gerade eben sehr schnell, sehr enorm an. Ganz genau so ist. Und das merken wir aber auch bei uns in den Kundengesprächen, dass da vermehrt Interesse wieder herrscht. Ja, Michael, vielen Dank für das Beispiel. Da gibt es aber mit Sicherheit noch weitere Möglichkeiten, die wir jetzt in der Finanzgruppe lösen können. Ganz klar. Da kommt jetzt unser Partner im Investmentfondsbereich, die Union Investment, ins Spiel.
Über die Uninvestment können wir unseren Kunden eine Geldanlage je nach Risikoneigung vom Kunden, je nach Anlagehorizont vom Kunden, auch da maßgeschneiderte Lösungen bieten. Er kann da durch Einmalanlagen oder durch einen regelmäßigen Sparplan ganz gezielt zum Beispiel in die Anlageklasse Aktien investieren, nutzt dementsprechend die Kursschwankungen aus, hat also da natürlich die Absicht, Erträge zu erwirtschaften in Form von Kursgewinnen oder auch Dividenden. Und für sowas ist natürlich ein Fonds sehr, sehr gut geeignet. Du hast jetzt speziell einmal den Aktienfonds angesprochen. Gibt es da noch andere Varianten? Ja, gibt natürlich verschiedene Fondsarten. Zum Beispiel, wie gesagt, der Aktienfonds. Es gibt aber auch einen Geldmarktfonds, es gibt Rentenfonds. Das ist das, was die Beatrix vorher schon mit den Zinspapieren angesprochen hat. Mhm. Dann gibt es aber natürlich auch Immobilienfonds oder Mischfonds. Sprich, die kombinieren dann verschiedene Anlageklassen, Aktien und die Zinsseite miteinander. Und so ist eigentlich für jeden Kunden nach seinem Bedürfnis, Bedarf entsprechend was dabei. Wir haben den passenden Fonds im Angebot. Genau. Jetzt geht ja ein aktueller Trend in die grünen Anlagen. Jetzt bringe ich mal das Thema Nachhaltigkeit auf den Tisch. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Was ist hier darunter zu verstehen, Michael? Ja, da merke ich mir bei uns in den Kundengesprächen, dass der Trend, also das Kundenanlageverhalten ganz klar oder die Nachfrage der Kunden ganz klar auf das Thema abzielt. Unsere Kunden ist nicht nur wichtig, auf der einen Seite für sich selber Rendite rauszuholen, also Erträge in der Anlage zu generieren. Viel mehr oder oftmals steht einfach auch das Thema der Nutzen für die Gesellschaft, für die Umwelt da im Vordergrund. Also sprich, da können wir mit unseren nachhaltigen Anlagelösungen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man das mal so formulieren will. Auf der einen Seite eben den Ertrag für den Kunden, auf der anderen Seite aber der positive Beitrag für die Gesellschaft, für die Umwelt, weil er einfach mit nachhaltigen Investments natürlich konzentriert auf Unternehmen setzt, die eben bei ihrer Produktion möglichst ressourcenschonend unterwegs sind oder aber zum Beispiel auch keine Kinderarbeit zulassen, es in der Firma auch keine Korruption gibt. Genau, das sind alles so Punkte oder Beispiele für die nachhaltige Geldanlage. Also man kann quasi auch hier mit einem guten Gewissen, wenn man mal so will, Geld investieren und hat trotzdem eine vernünftige Rendite zu erwarten. Richtig. Schöne ganz Möglichkeit. Genau. Ja. Ja, jetzt haben wir schon einen ganzen Blumenstrauß an Anlagemöglichkeiten kennengelernt. Und wir merken auch, dass die Versicherer auch mittlerweile nicht mehr nur eben unsere Risiken absichern, sondern auch Anlagemöglichkeiten, Geldanlagemöglichkeiten bieten. Was haben wir hier im Angebot, Beatrix? Ja, wenn man jetzt so an die Versicherungen denkt, denken ja die meisten erstmal so an die klassische Risikoabsicherung. Jetzt haben wir aber eben, wie du sagtest, noch mehr zu bieten, da die Versicherer mittlerweile auch sehr gute und eher konservative und langfristige Anlagemöglichkeiten eben anbieten. Mhm. Hier sprechen wir meistens so von der klassischen Kapitallebensversicherung. Die hat eben den Vorteil, dass man beides hat. Man hat eine Risikoabsicherung im Todesfall, aber eben auch eine attraktive Geldanlage. Und das Schöne ist, dass wir das mittlerweile eben auch kombinieren können mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also auch hier gibt es mittlerweile Lösungen, diese Kapitallebensversicherung beispielsweise mit nachhaltigen Anlageformen zu kombinieren. Das heißt, ich habe eine schöne Kombination, wie du gerade sagst, aus dem Thema Absicherung, habe Nachhaltigkeit mit drin und trotzdem nur Rendite zu erwarten. So ist es, genau. Da gibt es mittlerweile sehr schöne Formen, dass man sagt, okay, man kombiniert es beispielsweise aktuell mit unserem Versicherer der R&V und nimmt die Expertise in der Geldanlage speziell, vor allem in der nachhaltigen Geldanlage von der Union Investment, wie wir vorhin schon gesprochen haben. Ja, man merkt schon, der Finanzdschungel wird immer dichter. Jetzt haben wir schon verschiedene Angebote auf dem Tisch, aus der eigenen Bank, aus der Verbundwelt. Es ist aber noch nicht genug. Wir haben noch nicht gesprochen über das Thema Immobilien. Der Invest in Beton, Thomas, das ist ja dein Thema. Wie schaut es denn aus? Zählt denn auch zum Beispiel eine eigengenutzte oder eine vermietete Immobilie? Zählt die zu meinem Kapital, zu meinem Anlagevermögen oder wie muss ich das einwerten? Ja, also eine vermietete Immobilie zählt zum Kapitalvermögen, eine eigengenutzte zählt nicht zum Kapitalvermögen. Das heißt, die selbstgenutzte Immobilie ist eher dann
eine Art? Das ist eine Altersvorsorge. Die es dir ermöglicht, im Alter mietfrei zu wohnen. Mhm. Ja? Sofern du keinen Kredit dazu gebraucht hast oder der Kredit schon abbezahlt ist. Ne? Ganz klar. Dann hast du im Alter einfach eine mietfreie Wohnung und die zählen wir nicht zur Geldanlage dazu. Ja, bei den vermieteten Immobilien ist es anders. Hier hat der Kunde ja Erträge, ja, in der Regel Mieterträge, und er hat auch die Chance auf eine Wertsteigerung der Immobilie. Mhm. Ja. Da gibt es jetzt die Möglichkeit der Einzelimmobilien, ja, also über unsere Immobilienabteilung, sich eine Eigentumswohnung zu suchen. Oder es gibt die Möglichkeit, wie der Michael gerade vorgestellt hat, das Ganze über einen Fonds zu machen. Und auch da habe ich wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Immobilien im gewerblichen Bereich nehmen oder auch im privaten Bereich. Mhm. Der Vorteil bei dem Fonds ist einfach, dass ich nicht nur eine Immobilie habe, sondern Teilhaber von vielen bin. Und somit wird das Risiko damit auch wieder entsprechend reduziert. Jetzt haben wir heute schon mehrfach den Begriff einer Anlageklasse gehört. Mhm. Wo ordnen wir die Immobilie ein? Die Immobilien haben eine eigene Anlageklasse, die nennt sich Sachwerte. Mhm. Und in dieser Anlageklasse sind nicht nur die Immobilien drin, sondern eben auch die Rohstoffe, wo wir beim Herrn Streeb am Anfang schon was dazu gehört haben. Okay. Das heißt, Rohstoffe, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Edelmetall, jetzt sind wir bei Gold und Silber, was man ja sehr, sehr gern, wie gesagt, aus dem Schmuck oder über den Schmuck eben kennt. Und es gibt ja noch weitere Anlageklassen. Michael, da bist du Spezialist dafür. Genau. Ja, wir bieten natürlich die Anlage in Edelmetallen an, haben da mit unserem Partner der Reisebank die Möglichkeit, dass der Kunde zur Eigenverwahrung physische Edelmetalle kauft, zum Beispiel den klassischen Goldbarren. Mhm. Und der Kunde oder wir ordern dann eben im Kundenauftrag bei der Reisebank. Der Kunde bekommt es dann heimgeschickt oder auch alternativ zu uns in die Filiale und kann es dann eben bei uns abholen. Und somit verwahrt er es natürlich selber. Heißt, er soll es natürlich irgendwo sicher verwahren, zum Beispiel in einem Schließfach oder halt einfach irgendwo bei sich zu Hause. Genau, das ist so die klassische Edelmetallanlage zur Eigenverwahrung. Das ist quasi das Gold zum Anfassen, im genau. wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ganz genau. Was tue ich, Michael, wenn jetzt das Gold, die Münze, vielleicht sogar den Barren, je nachdem, wenn ich das nicht unbedingt unterm Kopfkissen haben liegen möchte oder vielleicht ja. in einem kleinen Tresor oder irgendwo im Keller? Also gibt es andere Möglichkeiten, in Edelmetalle zu investieren? Genau, auch da haben wir eine Lösung. Da kommt unser Partner Solid ins Spiel. Da bieten wir dem Kunden ein Edelmetalldepot an. Das Wichtige dabei ist, dass da auch physische Edelmetalle gekauft werden. Mhm. Der Kunde wird Bruchstückeigentümer, hat den Vorteil aber, dass er sich um die Lagerung der Edelmetalle nicht kümmern muss, weil die in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz gelagert werden. Mhm. Okay. Das heißt, man kann da natürlich auch mit ja, Einmalanlage oder aber auch ganz bequem mit einem regelmäßigen Sparplan, also kleinere Beträge in Edelmetalle investieren. Habe aber den Vorteil, dass ich immer den Kilopreis kriege, der natürlich deutlich günstiger ist, wenn ich mir jetzt ein Gramm Gold zum Beispiel kaufe. Und habe, wie ich schon gesagt habe, eben auch den Vorteil, dass ich mich um die Lagerung und die Verwahrung nicht selber kümmern muss. Ich möchte mal ganz kurz das Thema mit den Anlageklassen aufgreifen. Wir haben jetzt gehört, die Immobilien, Gold zum Beispiel, sind quasi in unserer Anlageklasse Sachwerte, so bezeichnen wir das. Welche Anlageklassen in Summe, wir haben ja verschiedene Beispiele gerade schon gehört, welche Anlageklassen gibt es denn wirklich, Thomas, und wie setzen sich die zusammen? Also wir benutzen in der Beratung, oder unsere Berater benutzen in der Beratung das sogenannte Finanzhaus. Mhm. In diesem Finanzhaus werden alle Anlageklassen zusammengefasst. Das sind 4 Stück. Die haben wir heute schon vorgestellt bekommen. Das ist einmal die Liquidität, das sind die Geldwerte, also die Zinspapiere, das sind die Substanzwerte, das sind die Aktien und Aktienfonds und dann eben die Sachwerte, wo sich die Immobilien, die Rohstoffe und die Edelmetalle verbergen. Und anhand von diesem Finanzhaus können unsere Berater, nachdem sie die Ziele und Wünsche unserer Kunden erfragt haben, die Ist-Situation des Kunden darstellen. Und diese Ist-Situation wird dann auf dem Finanzhaus abgebildet. So sieht also der Kunde, wie er bisher aufgestellt ist
Und auf Grundlage seiner Ziele und Wünsche kriegt er dann von uns einen Anlagevorschlag, wie er sich zukünftig aufstellen soll. Mhm. Ich habe da mal ein Beispiel vorbereitet. Und wir sehen jetzt hier ein Finanzhaus von einem klassischen Kunden, wie wir ihn in der Praxis öfters antreffen. Wir sehen jetzt hier in diesem Finanzhaus, dass der Kunde sehr liquiditätslastig ist. Das heißt, die Hauptsache seines Vermögens ist im Bereich Liquidität und Geldwerte angelegt. Jetzt ist es natürlich so, dass, wie bei einem Haus auch, es vier Wände haben muss, damit es sicher steht. Und bei einer Inflation, wie wir vorhin von Herrn Streeb gehört haben, von annähernd 10%, und die Prognose für nächstes Jahr ist ja auch noch nicht besser, ist es natürlich so, dass man nur mit Geldwerten und mit Liquidität diese Inflation nicht annähernd schlagen kann. Das heißt, wenn jemand nur in diesen beiden Säulen investiert ist, verliert er Kaufkraft. Das heißt, mit dem gleichen Geld kann er in der Zukunft einfach weniger kaufen. Und deswegen ist hier sinnvoll, dem Kunden eine Veränderung seiner Geldwerte anzubieten. Was wir jetzt als nächstes vom Kunden wissen müssen, ist, ob er sicherheitsorientiert oder renditeorientiert ist. Nach dieser Entscheidung richtet sich unsere Empfehlung, wie das Finanzhaus, also seine Geldanlage, in der Zukunft aufzuteilen ist. Und da machen wir Ihnen dann einen konkreten Vorschlag. Wenn wir jetzt hier auf den Button Rendite klicken, dann sehen wir, wie sich das Finanzhaus verändert und wie die Umschichtungsempfehlung für den Kunden ausschaut. Und anhand von diesem Finanzhaus können unsere Berater dann dem Kunden ganz konkret einen Vorschlag unterbreiten. Das heißt, es könnte quasi eine Verschiebung seines Kapitals innerhalb dieser einzelnen Anlageklassen passieren. Genau so ist es. Damit seine Ziele und Wünsche, von denen du gerade gesprochen hast, einfacher oder eben schneller vielleicht dann erreicht sind. Richtig. Und dadurch wird es übersichtlicher für den Kunden. Verstehe. Stichwort Finanzdschungel, weil wir in diesen Anlageklassen einfach die Produkte, die sich von der Laufzeit her, von der Sicherheit und von der Renditechance ähneln, in diesen Klassen zusammenfassen. Ja? Und so kann man eben dem Kunden abbilden, in welche Richtung es gehen soll. Und erst dann schaut man, welche Produkte tatsächlich zu ihm passen. Mhm. Ja, jetzt haben wir heute im Vortrag von Herrn Streeb natürlich auch gehört, Immobilien, Gold. Wir haben jetzt über viele, viele Anlagemöglichkeiten schon gesprochen. Er hat aber auch das Thema mit der Kryptowährung heute vorgestellt. Mal über den Tellerrand drüber rausschauen. Und da ist eben genau das Thema Krypto, was hier auf dem Markt drängt. Was ist hier drunter zu verstehen? Ja, es gibt ja mittlerweile über 10.000 verschiedene Kryptowährungen. Deswegen haben wir uns mit der ursprünglichsten Kryptowährung beschäftigt. Und das ist der Bitcoin. Ja? Mhm. Und der Bitcoin hat einfach zwei wesentliche Unterscheidungsmerkmale zu allen anderen. Und das hat uns letztendlich überzeugt. Das eine Thema ist die Begrenztheit. Also das heißt, wir wissen von vornherein, es wird nie mehr wie 21 Millionen Bitcoins geben auf dieser Welt. Das ist quasi die Begrenztheit, die man ja auch eigentlich vom Gold kennt. So ist es, genau. Deswegen wird Bitcoin manchmal auch mit Gold verglichen. Mhm. Ja? Und das zweite Thema beim Bitcoin ist, die Blockchain, auf der der Bitcoin läuft, ist dezentral. Das heißt, das ist eine Vernetzung von zigtausenden Rechnern, die weltumspannend verteilt sind und die alle miteinander funktionieren müssen. Das heißt, wenn man das System Blockchain angreifen möchte vom Bitcoin, dann müsste man mehr wie 50% dieser Rechner angreifen gleichzeitig. Und das würde niemals funktionieren. Und deswegen ist es ein sehr, sehr sicheres System. Und es ist so, dass Kunden uns angerufen haben bei unseren Beratern in unserem Kundenservice Center und gefragt haben zu diesem Thema. Kennt ihr euch da aus? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Wie funktioniert das genau? Also das heißt, die Kunden haben sich informationssuchend an uns gewandt. Und das war für uns so die Initialzündung vor 2 Jahren zu sagen, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Wir wollen unsere Kunden da damit nicht alleine lassen. Und das haben wir getan und daraus entstanden ist dann erstmal das sogenannte Bitcoin-Informationsgespräch. Das heißt, all diese Erfahrungen und dieses Know-how, das wir aufgebaut haben, haben wir dann an 3 Spezialisten weitergegeben, die jetzt für unsere Kunden dieses Bitcoin-Informationsgespräch führen.
Das passt ja eigentlich wunderbar zum Stichwort finanzielle Intelligenz. Ganz genau, also darum geht's. Wird quasi das Wissen, das aufgebaute Know-how an die Kunden weitergegeben. Richtig. Und nachdem das natürlich schon eine große Herausforderung war, ist es so, dass wir dieses Gespräch mit 99 Euro bepreisen. Mhm. Das ist auch für unsere Kunden neu, dass eine Beratungsleistung Geld kostet. Aber wir verkaufen hier ja nichts, sondern wir verkaufen eine Information. So ja. Muss man das sehen. Verstehe. Und der Kunde hat die Möglichkeit, dieses Gespräch zu kaufen und dann quasi zu erleben. Und in dem Gespräch wollen wir mit dem Kunden auch in den Dialog kommen. Das heißt, der Kunde kann auch all seine Fragen zu diesem Thema loswerden. Und am Ende dieses Gesprächs ist er selber in der Lage zu entscheiden, ob er in das Thema Bitcoin investieren möchte ja. oder nicht. Und die einen Kunden sehen da drin einen Wertespeicher. Für die anderen, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es ein Spekulationsobjekt. Mhm. Da sind sie dann bei uns eher falsch. Mhm. Aber für die anderen ist es eine Zukunftstechnologie und wir bieten da dem Kunden eine Möglichkeit, langfristig in diese Zukunftstechnologie zu investieren. Jetzt haben wir gerade gehört, wir haben ja Bitcoin-Experten bei uns im Haus, 3 Stück, einer davon. Ein Kollege ist der Michael Stauter, der ja, hier sitzt. Genau. Wenn ich jetzt ein Bitcoin-Informationsgespräch kaufen und buchen möchte, wie funktioniert das? Vereinbare ich einfach einen Termin mit dem Michael oder wie geht das? Ja, dafür haben wir auf unserer Homepage einen Shop eingerichtet. Mhm. Und über diesen Shop kann der Kunde dieses Informationsgespräch kaufen, kann dann die 99 Euro mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmöglichkeiten zahlen. Und darauf kann er dann bei einem der 3 Spezialisten sich einen Termin buchen. Und dann wird dieses Bitcoin-Informationsgespräch über eine Videoberatung dann durchgeführt. Das ist ja eigentlich auch eine Besonderheit, wenn man mal so will, dass ich eine Beratungsleistung oder in dem Fall eben das Bitcoin-Informationsgespräch in einem Online-Shop kaufe. Das ist jetzt eher, sage ich mal, nicht so wirklich banktypisch. Gibt es auch noch nicht. Weil ja. die Online-Shop-Variante kennen wir eher, sage ich mal, vom ganz normalen Handel oder von Waren im Prinzip. Und jetzt sprechen wir hier von einer Dienstleistung. Ja. Können wir uns mal für einen Moment mit diesem Shop beschäftigen? Schauen wir mal kurz rein. Sehr Vielleicht, gern. Beatrix, du hast kurz was vorbereitet für uns. Ja, gerne. Also wir sehen ja ganz schön auf den ersten Blick die ganze Produktübersicht, was wir so im Thema Bitcoin anbieten. Das sehen wir zum Beispiel zum ersten gleich das Bitcoin-Informationsgespräch, was man direkt buchen kann. Man sieht auch ein Buch, wo man sich nochmal weitere Informationen einfach privat einholen kann, wenn man möchte. Genauso wie auch die VR Bitcoin Go Card für die Verwahrung und den Kauf der Bitcoins beispielsweise, aber auch die Wallets für die Verwahrung und noch vieles mehr, was man eben alles ja, gebrauchen kann für den Handel und die Verwahrung mit Bitcoins. Und das Schöne ist, man kann das auch ganz bequem kaufen, entweder per Kreditkarte, per PayDirect oder eben auch per Überweisung. Und das geht halt super schnell und einfach von daheim aus. Also eigentlich, wie man es vom Onlinehandel ja gewöhnt ist. Genau, so soll es ja sein. Das heißt, wenn der Kunde quasi ein Bitcoin-Informationsgespräch kauft, kann er sofort den Termin vereinbaren und kriegt im Prinzip die Informationsleistung, die Dienstleistung. Richtig. Wenn er sich für eine Bitcoin-Ware entscheidet, du hast gerade den Begriff Wallet mal kurz angesprochen, da gibt es verschiedene Lösungen, die kriegt er genauso bei uns im Shop, kann die dort direkt kaufen, kriegt es bequem per Post nach Hause geliefert. Genau. Gehen wir mal davon aus, der Kunde entscheidet sich nach dem Bitcoin-Informationsgespräch zum Beispiel, dass er in Bitcoins investieren möchte. Was ist dann der nächste Schritt? Michael, was passiert? Was muss er tun? Da kommen wir jetzt zu unserem Handelsportal. Okay. Das heißt, wir bieten dem Kunden die Möglichkeit, online über unser Handelsportal, das er über unsere Webseite erreicht, einen Bitcoin-Kauf an. Dazu braucht er natürlich ein Girokonto bei uns mit Online-Banking-Zugang. Und dann kann er sich eben mit seinen Online-Banking-Zugangsdaten im Handelsportal einloggen. Dann wird ihm der Kurs angezeigt, was der Bitcoin gerade wert ist. Und kann dann für einen Betrag von 25 Euro zum Beispiel, das ist die kleinste Einheit oder der kleinste Betrag, den wir als Kauf anbieten, kann da eben dann Betrag X erfassen. Dann wird ihm angezeigt, wie viele Bitcoin-Einheiten oder Untereinheiten, Satoshis er gerade
Das heißt aber, er muss nicht einen kompletten Bitcoin kaufen, der sonst ja grob irgendwo 20.000 Euro, 20.000 Euro rangiert. Genau. Das ist jetzt nicht unbedingt für jedermann. Ja. Aber er kann mit kleineren Einheiten, 25 Euro zum Beispiel, könnte er einsteigen und kriegt dann einen Bruchteil an einem Bitcoin. Und ganz der Begriff richtig. Satoshi ist quasi der Cent des Bitcoins, wenn man so will. So ist es, genau. Und letztendlich bestätigt er dann die Transaktion mit einer TAN aus dem Online-Banking. Das heißt, da wird eine Überweisung im Hintergrund vorbereitet, die bestätigt er, dann ist das Geld von seinem Girokonto weg. Er sieht es aber gleich in den Transaktionen, dass da entsprechende Anzahl an Bitcoin oder halt Teile von Bitcoin gekauft worden sind und dann ist das für ihn schon erledigt. Okay, genau. Jetzt reden wir aber von einer Einmalanlage. Wir investieren jetzt quasi einen Betrag ab 25 Euro oder größer in Bitcoin. Genau. Geht das auch monatlich, ratierlich, sagen wir gern dazu? Gibt es da Möglichkeiten, Thomas? Ja, das funktioniert mittlerweile. Ich glaube, ich verrate da nicht zu viel, dass es ab sofort auch die Möglichkeit gibt, einen Sparplan einzurichten auf der Plattform. Und das muss der Kunde dann nur einmal tun. Und über diesen Sparplan kann er dann regelmäßig in Bitcoins investieren und muss sich dann auch nicht mehr weiter drum kümmern. Verstehe. Okay, also auch da, wie wir es gerade schon mal beim Fonds kennengelernt haben, natürlich beim Bausparvertrag ist es ähnlich. Das heißt, mit monatlich kleinem Geld kann er zum Beispiel auch in diese Anlageform, in diese Anlageklasse investieren, per Dauerauftrag. Genau. Spannend. Sehr bequem. Sehr bequem. Das heißt, wir reden heute nicht nur um das Thema Geldanlage im Sinne von größere Vermögen, sondern wir haben auch quasi viele, viele Lösungen, die dem kleinen Sparer auch schon die Möglichkeit bieten, Geld quasi anzusparen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu vermehren. Genau so ist es. Das ist ja in der jetzigen Situation das Allerbeste, die Sparpläne aufrechtzuerhalten oder auch auszubauen, um in verschiedene Anlageklassen zu investieren, ja, und somit sein Vermögen auch durch monatliche Sparbeiträge zu streuen. Verstehe. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, die Möglichkeiten in der Anlagewelt sind sehr komplex. Wir haben gerade von der großen Anlage gesprochen. Wir reden auch von ratierlichen, von kleinen Sparmöglichkeiten. Da gibt es viele, viele Wege, die zum Ziel führen. Uns ist wichtig, dass Sie Ihre Ziele und Wünsche in finanzieller Hinsicht erreichen. Und da sind wir ein guter Begleiter. Wir sind mit kompetenter Beratung eben in der Filiale oder digital für Sie da und haben die Möglichkeit, genau so Ihre Anlagemöglichkeiten aufzustellen, damit Sie eben, wie gesagt, Ihre Ziele und Wünsche erreichen. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann sind jetzt unsere Anlageexperten im Chat für Sie erreichbar. Oder Sie haben natürlich auch darüber hinaus die Möglichkeit, uns Ihre Frage per E-Mail zu schicken. Das tun Sie bitte an die E-Mail-Adresse veranstaltung@vr-bayernmitte.de. Wir haben ja eingangs gesagt, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Also auch da haben Sie die Möglichkeit, das Ganze nochmal nachzulesen, nachzuhören, nachzusehen oder gern natürlich auch weiter zu empfehlen an Freunde und Bekannte, die heute leider nicht mit dabei sein konnten. So haben Sie, wie gesagt, immer noch mal die eine oder andere Möglichkeit, sich die einzelnen Produkte oder die Erklärungen dazu noch mal langsam und für Sie individuell anzuhören. Ja, alle unsere Geldanlagemöglichkeiten, egal ob aus der Bank, aus dem Verbund oder neuerdings eben aus der Bitcoin-Welt, die haben wir für Sie noch mal auf unserer Internetseite unter www.vr-bayernmitte.de zusammengestellt. Da finden Sie alle Möglichkeiten, die wir in der Bayernmitte bieten. Und auch die Aufzeichnung werden Sie in den nächsten Tagen dort finden, entweder unter dieser Adresse oder auf unserem YouTube-Channel. Von dem her, wir sind am Ende unserer Veranstaltung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Talkrundenteilnehmern. Gleich eingangs haben wir heute schon gesprochen mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Andreas Streeb. Aber natürlich auch vielen Dank an dich, Beatrix, Michael, Thomas. Für sehr die Information. Gerne. War sehr spannend, sehr interessant. Wenn Sie Fragen haben, bitte einfach auf Ihren Berater zugehen oder eben an einen unserer drei Teilnehmer, jetzt im Chat, danach per E-Mail. Ansonsten können wir uns hier verabschieden. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.